Wollen wir mal schauen, was hier alles gespeichert ist in meiner Wahrsagekugel. Herzlich willkommen, ich freue mich auf euch. Ja, das ist meine Wahrsagerkugel, Weisheitskugel. Dort ist meine ganze persönliche Weisheit gespeichert, die ich schon seit Anbeginn meiner Seele, seit dem Bestehen in mir trage. Die habe ich hier alles einfließen lassen. Und mit der arbeite ich auch sehr gerne. Jetzt nehmen wir die heute mal zu Hilfe einfach. Was ist denn jetzt besonders wichtig? Ich lege sie mal wieder hierher, damit sie immer schön in der Nähe ist und damit ihr auch nichts passiert. Ja, was ist jetzt besonders wichtig? Der 21.12. ist vorbei. Gerade eben erst passiert und viele von uns haben diese enorme Ausdehnung gespürt, die Möglichkeit gespürt, sich selbst noch viel mehr auszurichten auf das Licht. Die magnetischen Einstrahlungen von Saturn und Jupiter, diese große Konjunktion, die hat ja eine einmalige Chance für uns durch diese enorm großen, kräftigen, magnetischen Einstrahlungen, welche ab dem 21.12. jetzt auf der Erde fließen. Wir Menschen sind aus den Energiewellen des Universums entstanden, sage ich jetzt mal nur in einem einfachen Satz, ohne tiefer da hineinzugehen in die Erklärungen. Und aus dem Grund, weil wir die gleiche magnetische Strahlung in uns tragen, spüren auch wir sehr genau, was im Universum geschieht über die magnetische Einstrahlung der Planeten. Und jetzt sind wir also in das Wassermann-Zeitalter eingetreten. Und das sind so viele neue Dinge, die uns dazu bringen, uns wirklich neu auszurichten, besonders seit dem 21.12. Das heißt also, je mehr du dich auch jetzt noch, auch wenn der 21.12. vorbei ist, sondern jetzt in der ganzen Zeit, in der neuen Zeit, ist es wichtig, sich so viel wie möglich mit den Energien zu verbinden, zu meditieren und sich für das Neue zu öffnen. In dem Moment wird deine Vibration erhöht, deine Ausdehnung noch mehr ausgedehnt und du kommst in den Gleichklang mit dem Universum. Das heißt, du bist auf der gleichen Welle, also das ist unser Ziel, auf der gleichen Welle zu sein wie die Schwingung des Universums. Und was meint ihr denn, was die Schwingung des Universums ist? Die Liebe, die Liebe, die Liebe, es ist alles Liebe. Und wenn wir uns auf diese Schwingung, auf die höchste, vollkommenste Liebe einschwingen können, dann sind wir auch ganz eng mit Gott verbunden. Und das ist das, was unsere Aufgabe jetzt ist für dieses Zeitalter. Und glaubt mir, es gibt keine Grenzen. Es ist grenzenlos, es ist so weit steigerbar, diese enorme, vollkommene Liebe zu fühlen. Und besonders fühlt man sie natürlich in Gottes Gedankenfeld, in der Nähe von Gott, so nah wie bei Gott wie möglich. Und das ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, der vollkommenen Liebe, des Schutzes, der Fürsorge, alles Wunderbare, Schöne kannst du da fühlen und dann weißt du genau, dir kann hier auf der Erde nicht so viel passieren. Du bist geschützt und du gehst deinen Weg, egal was jetzt im Kollektiv los ist, du gehst den Weg Gottes. Dafür war der 21.12. da, dich daran zu erinnern. Und wir hatten so eine tolle Live-Übertragung am 21.12. Es waren 15.000 Leute da, die das innerhalb ein paar Stunden
angeschaut haben. Und es ist, erfüllt mich mit ganz großer Freude, weil wir haben ja Live-Energien gesendet in den Stream hinein, um die Menschen noch mehr darauf vorzubereiten, jetzt in dieses Zeitalter mit Freude zu gehen, sich damit zu verbinden und ja, die Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, welche uns das Universum zur Verfügung stellt. Das ist jetzt besonders wichtig und so geht es auch weiter mit der persönlichen Ausdehnung. Und ich wurde von der geistlichen Welt gebeten, mit Melik Metatron zusammen die Vibrationsmöglichkeiten eines jeden von uns nochmal ein bisschen mehr anzuheben, uns nochmal direkt zu verbinden mit dieser Energie und um für das große Wohl für alles zu wirken. Schön, dass du hier bist und schön, dass ich das mit dir jetzt zusammen machen darf. Ich bin noch ganz erfüllt von diesen wundervollen Energien und freue mich sehr auf das jetzige Channeling. So, wir nehmen die 999. Einfach die Vollendung. Die 9 steht ja auch für die Vollendung. Und ja, das reicht heute aus. Das eine Auraspray. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Jetzt bei der Botschaft aus der geistigen Welt. Und ich bitte um Schutz für uns alle, um die Energie des Schutzes, sodass sie uns einhüllt, umhüllt und Geborgenheit vermittelt. Und ich bitte um die reinsten, höchsten Botschaften der Liebe für uns heute. Und ich danke dafür, dass ich für euch heute channeln darf. So richtet sich mein Kanal aus, direkt in das Gottesfeld der Liebe, dort, wo unser Schöpfer zu finden ist. Und ich rufe Melik Metatron und ich bitte um die Botschaft für uns heute zur Unterstützung für das neue Zeitalter. Mit der höchsten Form der Liebe betrachte ich dich. Und mit der höchsten Form der vollkommensten Liebe des Alleinen begrüße ich dich, geliebtes Menschenkind. Melik Metatron spricht durch Nirjana zu dir. Wellen des Schutzes und des Wissens sende ich zu dir, um deine Seele einzuladen, sich mit mir heute zu verbinden. Melik Metatron hat ein riesiges Feld der Liebe für dich ausgebreitet. Dieses Feld der Liebe trägt die magnetischen Wellen des Universums. Sie schwingen in der vollkommenen Liebe Gottes. Und sie laden dich ein, dich einfach nur fallen zu lassen in diese Energien, in die höchste Liebe deines Schöpfers. Und wenn du bereit bist, dann nehme jetzt einen tiefen Atemzug der Liebe und lasse dich von deiner Seele in das Feld der magnetischen Wellen von Melik Metatron tragen.
es geschieht über die Linien der Zeit hinauf in die Dimensionen, in die höheren Dimensionen, in das Feld der göttlichen Liebe, dort, wo du willkommen bist, wo du empfangen wirst von dem himmlischen Chor. Wo du empfangen wirst von den magnetischen Wellen, welche dich tragen werden, welche dich neu ausrichten werden für das neue Zeitalter. Und so gebe dich nun hin. Es geschieht alles für dich in der höchsten Liebe. Ich lasse dir jetzt ein wenig Zeit. Deine Seele darf sich ausdehnen. Sie darf allen Ballast abwerfen, welcher jetzt zu schwer ist und nicht mehr gebraucht wird. Deine Seele darf sich frei fühlen und ihre Zugehörigkeit fühlen, denn hierher gehörst du. Du bist ein Kind Gottes. Und Gott lächelt dich jetzt an. Er flüstert zu dir: Liebstes Menschenkind, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist willkommen. Und so dehne dich jetzt aus mit dieser Kraft, welche hinter diesem Wort entsteht, mit der Kraft Gottes. Und passe dich an die neue Zeit. Heiße die neue Zeit willkommen, denn auch du bist ein Teil davon. Alles ist in Veränderung. Und mit deiner Hilfe, mit deiner Liebe und deinem Glauben wird es sich zum Guten wenden. So ist es. Melek Metatron bedankt sich bei dir, voller Liebe und Güte. Es war mir eine Ehre, für dich heute wirken zu dürfen. Die magnetischen Wellen der Liebe sind bei dir. Und so ziehe ich mich langsam zurück und du gehst in deine Wirklichkeit, in dein Zuhause, fühlst dort deine neue Ausdehnung und fühlst, dass du der Meister deines Lebens bist.
Ui, ich muss mich erstmal richtig dehnen und strecken. Die Energien sind durch meinen ganzen Körper geflossen, von oben bis unten, und wow, so schön. Also, ihr Lieben, es kommt jetzt wirklich darauf an, wie ihr euch ausrichtet, ob ihr bereit seid, all das Neue anzunehmen, ein Teil davon zu sein und dann, so wie es jetzt in diesem Channeling war, mit der Energie zu verschmelzen. Ich weiß, dass ihr schon das hohe Bewusstsein habt, und ich weiß, dass die Energien jeden Einzelnen dort erreichen werden, wo er jetzt gerade steht, denn der Weg für die Entfaltung ist unendlich groß und weit. In diesem Sinne sage ich, Smarana, habe eine schöne Zeit, orientiere dich an dem Guten, das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.